Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Das sieht so aus. Und ich bin angekommen im Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. Das Kapitel ist geschrieben worden von Gerhard Dammann und der Abschnitt lautet Forensische Wirtschaftspsychologie. Das ist der vierte Abschnitt. 4.4 Forensische Wirtschaftspsychologie. Analog den Arbeiten von Haare und Babiak wird auch von forensischen Psychiatern das Phänomen der Wirtschaftskriminalität zunehmend entdeckt. Knecht etwa unterscheidet die Wirtschaftskriminellen, die er als adaptiert und bestens vernetzt und als sogenannte Weißkragendelinquenten beschreibt, von den typischen Kriminellen, in Klammern Blue Collar, nicht Blue Collar, Blue Collar, blauer Kragen, mit abgebrochenen Ausbildungen und oft Unterschichthintergrund. Beschrieben werden bei dieser Gruppe wie bei den Psychopathen auch überdurchschnittliche Risikobereitschaft, starkes Konkurrenzdenken, Gier nach Anerkennung, Impulsivität, Narzissmus, Gewissenlosigkeit, hoher Reizhunger und der Wunsch, Bedürfnisse sofort zu befriedigen. Allerdings bleibt bei diesem deskriptiven Ansatz offen, warum in dem einen Fall solche Eigenschaften zum Erfolg führen und in dem anderen nicht und ob es sich wirklich um eine andere Tätertypologie handelt oder die kriminelle Energie und Antisozialität nur auf einem anderen sozialen Niveau stattfindet. Unklar bleibt auch der Befund, den Hirschi und Gottfredsen beschrieben, dass beruflicher und sozialer Aufstieg eigentlich einen Selektionsmechanismus in Richtung von weniger Delinquenz darstellen, sich denn doch als weniger tragfähig erweist. Knecht versucht das Problem mit dem Unterschied von Antisozialität, in Klammern Blue Collar, Blue Collar, blauer Kragen und Psychopathie und machiavellistischer Intelligenz, in Klammern White Collar, zu erklären. In der Literatur hierzu werden elaboriertere interpersonelle Strategien beschrieben, wie Schmeicheleien, Selbstdarstellung, Überredungen, Selbstenthüllungen und Allianzbildungen. Interessant ist auch, dass das Konzept der machiavellistischen Intelligenz von eher längerfristigem Planungsverhalten ausgeht. Es sollte jedoch nicht jede, in Klammern kriminelle Bereicherung, die es im Wirtschaftsbereich ebenso gibt wie in anderen Berufsfeldern, in Klammern nur, dass eben der Schaden dort oft dramatisch höher ist, Klammer zu, mit Psychopathie im Sinne einer basalen, Klammer auf, wohl auch teilweise neurobiologisch bedingten, Klammer zu, Amoralität gleichgesetzt werden. Dies verdeutlicht eine von der Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG veröffentlichte Studie zu Wirtschaftskriminalität. Diese Studie zeigt anhand von 360 Fällen, dass es sich in der Regel um männliche Mitarbeiter zwischen 36 und 55 Jahren handelt, die seit mehreren, Klammer auf, meist mehr als 6, Klammer zu, Jahren in einem Unternehmen tätig sind, oft in der Finanzabteilung oder beim Einkauf arbeiten und die meist ungenügende interne Kontrollen ausnutzen, um sich zu bereichern. Die Motive sind Geldgier, manchmal höhere Schulden, schlechte Wirtschaftslage,
Neid auf hohe Boni von Konkurrenten und eine sich bietende Gelegenheit, die zum Delikt verleitet. Die Durchschnittsdeliktsumme betrug in diesen Fällen aus mehreren Kontinenten 1 Million Euro. In einer Nachfolgestudie von KPMG konnte eine Verdopplung der Fälle festgestellt werden, bei denen Vorsitzende der Geschäftsleitung in Klammern CEOs in Fällen von Wirtschaftsdelinquenz aller Art, dann haben wir wieder dieses Fraud, involviert waren, in Klammern. Gleichzeitig waren die Kontrollmechanismen in den Unternehmen schwächer geworden. Also, die forensische Wirtschaftspsychologie hat herausgefunden, Gelegenheit macht Liebe. Wen wundert das gerade? So, dafür brauchte man eine Wirtschaftsprüfungsfirma. Es geht weiter mit dem Abschnitt 4.5, Evaluationspsychologie von Egoismus und Altruismus. Tschüss. Mm-hmm.